Ja, na dann ist ja schau, dann nehmen wir mal durch die sich plötzlich öffnende Tür, die überhaupt nicht nach Falle stinkt. Tja, tatsächlich ist, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch irgendwie, ob ich jetzt die Kisten mit dem Messer aufmache oder ob ich die einfach aufschieße. Okay, das ist schon mal ganz gut, dass ich sie aufgeschossen habe. Eine davon war eine Falle. Na, was sagt er? Ich kann jetzt auch nicht ganz Mund verballern. Schwein gehabt. Fuck, Alter. Na, den habe ich jetzt mal nicht kommen sehen. Ich gehe erstmal hier. Alter, überall diese Scheißfallen. Oh Gott. Blöder Arsch, der. Alter, wie viele Fallen sind hier drin? Ich sehe einen Draht, der quer rüber geht. Einen, der da gespannt ist, und einen hier. Ey. Oh Mann. Da geht natürlich eine Menge Moon jetzt drauf hier. Alter, jetzt sind es 4. Okay, Schritte. Nein. Crouch die, mein Freund. So, wie kriegt denn die? Alter, 4 Fallen, ey, wenn sich dieser Raum jetzt nicht lohnt. Falle? Nicht Falle? Scheiße. So eine Scheiße. Steroid. Okay, gut, also das. Da muss man sagen, das hat sich doch gelohnt irgendwie. Ich wünschte, ich hätte natürlich das, die letzte Kiste jetzt nicht noch kaputt gemacht, aber. Naja, man kann es halt nicht voll wissen, ne? Antike Münze haben wir auch noch bekommen. Eine Münze näher an. Ach, guck mal, durch das Steroid? Ja, geil. Da hat er natürlich erstmal die komplette Gesundheit wieder regeneriert. Das ist natürlich geil. Pick mal die. Ne, ich belasse mal die hinter, ne? Hört sich nicht gut an. Uiuiuiui. Steht doch da einer. Kann man die locken? Das würde mich ja mal interessieren. Und? Ja, geil, geil. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich geil.
Ja, ist ja klar. Anna frisst wieder wie Sau hier. Ist immer noch einer hier am rumgucken. Aber wo ist der? Da steht da der Penner. Mal ein bisschen Distanz hier zwischen uns, Freunde. Okay. Mal kurz drin gelauscht. Hören tut man nix. So, das ist auch wahrscheinlich so ein Ort, wo man gerne mal was übersieht hier irgendwie. So, mal auf jeden Fall die ganzen Ecken hier mal kurz checken. Und ich weiß, ich werde natürlich was übersehen irgendwie. Seht es mir bitte nach, Leute. Blindenmunition. Schießpulver. Schießpulver ist schon mal cool. Da werden wir gleich mal zuschlagen. Ah, oder warten. Nee, komm, wir warten noch, bis wir noch eine starke Chemikalie finden. Vielleicht können wir einen Plus-Moon machen. Das ist natürlich geil. Ah, 44er. So, haben wir das? Ja, glaube ich, ja. Jetzt mal hier oben weiter. Hallo? Hallo there. Irgendwelche Stolperdrähte oder irgendwas? Sieht das mal nicht so aus. Okay. Ah, ein Safe Room. Ah, sehr schön. Ein Safe Room. Okay, die Münze kommt raus. Festbrennstoff. Okay, damit machen wir noch das. Damit machen wir das. Das packen wir auch erstmal raus. Kraut packen wir auch raus. Windmunition packen wir raus. Gut. Okay, wie gesagt, den Rest verarbeiten wir. Hier mal erstmal verbesserte Munition. Hiermit machen wir noch mal ein bisschen Brennstoff. So. Oh, die Penner. Echt jetzt, ja? So ein Wackelheini. Oh Mann. Schweine. Jede Kiste ist ein Pokerspiel. Bitte nicht. Ah, Gott sei Dank. Flüssige Chemikalie. Okay, da drüben haben wir auch noch was. Oh, eventuell ist das hier ein Schlachthaus oder was? Nee, die Stallung, ne? Ja, das ist die Stallung. Was haben wir hier noch?
Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Starke Chemikal, das ist natürlich was Feines. Die Frage ist, na wohl, na, wir haben doch hier noch, wa? Das warten wir erstmal. Soll ich jetzt hier runterhüpfen? Soll ich jetzt hier wirklich runterhüpfen? Vielleicht laden wir auch nochmal nach. Acht Schuss, Alter. Damit gewinnst du auch keinen Blumentopf hier. So, vielleicht mal hier noch irgendwas. Mal alles durchgehen. Dadurch, dass leider der Bildschirm etwas dunkel ist, irgendwie sehe ich jetzt nicht wirklich von Weitem, ob da was liegt oder nicht. Zwingend müssen wir alle da beben. Okay. Brennstoff. Nehmen wir mit. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, die überall diese scheiß Kadaver, Alter. Das ist doch gut, ja. Fünfer Pistolenmoon. Eingesackt. So, hier noch irgendwie im Shadow. Batterie. Wirklich? Fuck you. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hier wird wahrscheinlich wieder die Batterie rein müssen. Explodiert hier alles oder was? Was ist denn los? Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Scheunenkampf? Nicht euer scheiß Ernst. Du mich auch. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann, ich bin. Verdammt, das muss ich tun. Reload. Hedwig ist tot, Hedwig ist tot. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Kommt da noch was? Kommen jetzt Wellen? Oder war das jetzt... War das jetzt der Scheunenkampf? Ich glaube ja, ne? Okay. Da sind wir noch mal glimpflich von... glimpflich mit davon gekommen jetzt. Okay, warte mal, wechseln wir erstmal wieder auf die normale Moon. The power. Ey, man stelle sich doch mal vor, wie groß ist dieses Anwesen irgendwie? Also diese überhaupt im Sumpf Kühe zu halten, finde ich aber, also Vieh zu halten an sich irgendwie ist auch schon ein bisschen strange. Ich meine, okay, klar, so irgendwie Schweine macht Sinn, Hühner, okay, aber so Rinder? Ich meine, du hast da hier, also was, Sumpf. Sumpf. Naja.
Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Schauen wir mal, dass hier irgendwelche Stolperdrähte sind. Hallo, Sir. Der springt da auf gleich. Ich seh doch kommen. Aber Hauptsache Teppich. Hauptsache Teppich. Also ich trau dem Frieden nicht, ne? Aber jetzt sieht das mal tot aus. Ich sammle mal kurz das hier unten ein. Was haben wir hier? Pillen. Chemikalie, die nehmen wir auch mit. You're next. Ha. Sehr schön. Nüchte ist hier. Nüchte. Ist hier nicht noch irgendwo was? Das ist auch kein. Pfeife ich mir noch mal. Haut mir das jetzt hinter? Das Psychotikum? Das Psychotonikum? Vielleicht hätte ich noch was übersehen, aber. Ich warte mal noch. Okay, gut, das nehmen wir. Dafür. Und dann. Hello, is anybody here? Oh, okay, hier sind wir. Ja, und nu? Was haben wir jetzt? Was haben wir denn jetzt? Ihr könnt, wir eigentlich ja nicht, oder? Wir haben keinen Schlüssel, keinen Code, kein nichts gefunden. Was wir jetzt machen? Oder ist da, war da irgendein Code oder irgendwas? Was hab ich übersehen? Oh, eine antike Münze hab ich schon mal erstmal übersehen. Ist hier noch irgendwas drauf? Ja klar, 1408. Sound ist. Ach. Wirkt doch gleich total nostalgisch. Und? Oh, geil! Geil! Und open. Oh, Kumpel! Das ist ein Test deiner Fähigkeiten! Also nicht schummeln! Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg! Echt jetzt? Echt? Ich muss alles auspacken? Oh.
Halt. Das Schlimme ist, wir wissen, was uns erwartet. Das Schlimme ist, wir wissen, was uns erwartet. Im Scheiß. Fuck. Schönen Tag noch. Arschloch. So, dann gib mir mal die Kerze. Können wir das irgendwie umgehen? So, warte mal. Das ist so, wir müssen ja erstmal. Ja, jetzt geht's Licht an. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Language. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, ist mies. So, warte mal. Hier könnten wir doch eigentlich... Das wissen wir ja schon. Wie umgehen wir das jetzt am blödesten? Wenn die Torte explodiert, darf ich den Schlüssel nicht rausziehen. Den Schlüssel brauche ich, um die Puppe aufzuziehen, die mir das Codewort in den Arm hackt. Das, was ich jetzt erstmal nicht brauche, ist eigentlich diesen Luftballon. Ne? Also ich brauche den Luftballon nicht. So, aber das, was ich ja weiß, oder was wir wissen, ist das Passwort. Und das Passwort war... So. Das war der Gehängte. Der Vogel auf dem Grabstein. Und... das Baby. Okay. Genau. Hier war der Finger für die Puppe drin. Hier war der Finger für die Puppe drin. Rumsibums. Aber wenn ich doch das Passwort schon weiß, kann ich das nicht auch hier hinten eingeben einfach? Ja. Ach cool, ich kann schon ran. Das ist natürlich geil. Das war Loser. So. Damit habe ich das Ventilrädchen. Okay, damit kann ich das Wasser absperren. Also, eigentlich... Was haben wir jetzt umgangen? Wir haben umgangen, dass wir diesen Aufziehschlüssel hier rausgezogen haben. Und hier diese Flüssigkeit, das war vorher auch noch nicht, oder? Oh, ist das? Das war noch vorher nicht da, ne? Bin in der Meinung. Okay, gut. Wir sperren mal jetzt erstmal das Wasser ab.
zünden wir jetzt die Karte an und eigentlich... dürfte auch der Raum jetzt nicht komplett brennen. Also wir haben immer noch eine Bombe, aber... vielleicht können wir die hinten das auch reinprügeln oder was? Oh, oh. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ja. Boom, hier kommt der Boom. Red you not. Ja. Ja. Wird jetzt ungern durchs Feuer gehen hier. Soll ich? Oh, der Penner ist gerade weg, ey. Nice. Okay. Wir haben den Kopf. Der D-Serie. Wunderbar. Endlich. Mia? Oh, schau mal. Mia! Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Sind bei dem Raum da. Beeil dich. Wo ich bin. Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Oh, krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aus seinem komischen, bizarren... Fallenraum zu entkommen. Das ist natürlich eine geile Kiste. So, ich muss mich erstmal ganz kurz mal aufmunitionieren hier wieder. Wir sortieren erstmal schnell. Wir brauchen das Messer. Die G17. Wenn ich das Reparaturkit dafür benutze... Okay, den Brenner nehmen wir mit. Verbesserte Pistolenmunition. Den Brennkraftstoff nehmen wir mit. Wir nehmen auf jeden Fall die erste Hilfearznei mit. Für ihn Dietrich vielleicht noch. Ja komm, Dietrich nehmen wir mit. Probe ansonsten. Okay, wir haben die Geschichten. Flintenattrapper. Die müssten wir, eigentlich müssen wir die Flintenattrapper noch tauschen gegen die eine Shotgun. Die kaputte Shotgun. Dafür ist auch der Reparatursatz. Okay. Okay. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Huha. Tja. Erstmal gecheckt. Doch schon wieder hier. Die Türe ist doch schon. Was ist das? Karte des Versuchsgeländes? Versuchsgelände? Wahrscheinlich waren wir im Versuchsgelände gerade, ne? So. Och Mann. Das ist so ein Penner, ey. Ehrlich. Okay, Leute, was sich hinter dieser Tür verbirgt, ich würde sagen, das werden wir nächste Folge rausfinden. Tja. Oder? Schauen wir nach. Schauen. Nein.
Wir schauen in der nächsten Folge nach. Alles klar, Leute. Mir hat es viel Spaß gemacht wieder, irgendwie. Bis nächste Mal. Ciao.